Testspielzeit in Eddersheim. Der FC Eddersheim aus der Hessenliga testet gegen den Bundesligisten, den FSV Mainz. 05. Die 05er sind seit Mitte September ohne Pflichtspielsieg, haben seit 4 Bundesligaspielen kein Tor mehr erzielt. Da kommt so ein Test gegen einen Hessenligisten ja gerade recht. In der Bundesliga belegt man trotzdem Platz 8 mit Trainer Sandro Schwarz. Auf der anderen Seite haben wir den FC Eddersheim, der heute ohne Topstürmer Tugay Akbulut das Spiel bestreiten wird. Er hat 15 Tore in 12 Spielen erzielt. Vor der Partie gab es noch Rosen, eine nette Aktion. Außerdem wurde im Stadion ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir heute dieses Spiel filmen. Ich weiß nicht, ob es eine Live-Schalte gibt, dass wir den Videoassistent nutzen können, aber zumindest heute Abend oder spätestens morgen im Laufe des Tages werden wir dann das auf MeinKickTV überprüfen können. Genau, der Videobeweis ist am Start. Anstoß für die 05er in den dunkelblauen Trikots von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Sandro Schwarz hat eine Verbindung zum Trainer des FC Eddersheim, Rufen Leopold, denn Sandro Schwarz war von 2011 bis 2013 Trainer von Rufen Leopold beim ersten FC Eschborn. Den ersten Akzent dieser Partie setzen die 05er Toni Uca mit dem 1:0. Der Nigerianer, ehemaliger Spieler des ersten FC Köln und Werder Bremen, hat schon 7 Länderspiele für Nigeria gemacht, allerdings in dieser Saison nur als Joker gestochen bei Mainz 05 mit 2 Toren. Hier macht er das stark, reagiert am schnellsten, blitzschnell mit links, den Ball ins Tor zur Führung. Und Mainz kontrolliert die Partie und sie suchen immer wieder Toni Uca. Anthony Uca, schauen Sie sich das an, zum Genießen ins kurze Eck, 2:0. Gerade mal 15 Minuten gespielt, die Mainzer führen bereits mit 2 Toren, hier beim 5. aus der Hessenliga, der allerdings immer noch Aufsteiger ist, das vergessen viele. Gegen diese Klasse kann man wenig machen, Anthony Uca macht das ganz, ganz stark, kommt allerdings im Moment nicht an Jean-Philippe Marteta vorbei, der gesetzt ist bei den Mainzern im Sturmzentrum. Er ist ja vor der Saison neu aus Lyon gekommen. Am kommenden Sonntag steht für den FC Eddersheim ein ganz, ganz wichtiges Spiel auf dem Plan, nämlich zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Bayern. Alzenau, das hier heute ist nur ein Bonus. Klasse Parade von Pero Miletic, der sich allerdings bei dieser Aktion verletzte. Wir wünschen von unserer Seite aus gute Besserung. Für ihn kommt Frederik Hiebinger, die Nummer 2, ins Tor. Ansonsten muss man sagen, Eddersheim, was das Spiel nach vorne angeht, sparsam. Da setzen die 05er die Akzente. 3:0, direkter Freistoß, traumhaft verwandelt. Der Mann hat einen Marktwert von 25 Millionen, hat bisher immer in der Startelf gestanden in dieser Saison bei Mainz 05, außer gegen Nürnberg und Augsburg. Da hatte er Verletzungssorgen, ein Faserriss im Adduktorenbereich hat ihn da außer Gefecht gesetzt. Er hat auch schon 4 Länderspiele für die Elfenbeinküste gemacht und hier trifft er zum 3:0. Frederik Hiebinger ist dann natürlich machtlos. Aber der Keeper, der Eddersheimer, sollte sich nochmal auszeichnen können. Fehler in der Defensivreihe. Uca quergelegt und dann die klasse Parade aus kurzer Distanz. Ganz, ganz stark gegen Dani Latza. Dieses Testspiel macht richtig Spaß. Mainz 05 spielt tollen Offensivfußball, nutzt die Räume, die sich bieten. Uca für Giulio Donati, da ist Karim Onisivo und es steht 4:0. Ein tolles Tor, super herausgespielt, meiner Meinung nach der schönste Treffer, Onisivo. Der Österreicher hat schon 2 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Der Vater stammt aus Nigeria, die Mutter ist Österreicherin. Zur Pause der Spielstand deutlich zugunsten des Bundesligisten Anthony Wade im Arm von Sandro Schwarz. Es ist ein freundschaftliches Aufeinandertreffen. Und in der zweiten Hälfte hat Yannick Huth etwas mehr zu tun, denn die 05er legen ein paar Gänge zurück. Und Leonardo Bianco versucht es mal. Er steht ja im Schatten von Top-Torjäger Tugay Akbulut. Hat allerdings schon 3 Tore in dieser Saison für den FC Eddersheim erzielt. Die Partie bleibt hochklassig, auch weil Eddersheim es in der zweiten Hälfte deutlich besser macht. Sie spielen ansprechend nach vorne. Malcolm Phillips, toll für Bianco. Der legt sich den Ball wunderbar vorbei. Und dann zieht er ganz knapp über die Latte. Das hätte das Tor für Eddersheim hier heute gegen Mainz sein müssen. Malcolm Phillips und Bianco machen das richtig stark. Und am Ende bleibt es dann beim 0:4. Mainz 05 schlägt Eddersheim verdient. Und jetzt hören wir noch Sandro Schwarz im Interview zum Spiel.
Ich habe sie ja gesehen schon das ein oder andere Mal auch jetzt dieses Jahr in der Oberliga und Ruven Leopold macht einen überragenden Job, mit denen jetzt auch aufgestiegen und finde so die Gesamtentwicklung des Vereins finde ich herausragend und auch jetzt heute, wie sie das organisiert haben innerhalb kürzester Zeit, ist top. Und sie haben es dann sehr gut gemacht, gerade zweite Halbzeit auch sehr gut organisiert, haben dann auch selbst die eine oder andere Umschaltmöglichkeit gehabt, deswegen war es jetzt auch kein Zuckerschlecken so das ganze Spiel über für uns. Wir mussten schon auch immer die richtige Einstellung haben, eine Top-Mentalität haben, aber auch eine fußballerische Qualität, die wir gerade erste Halbzeit gezeigt haben und zweite Halbzeit war es dann ein Tick unsauber. Ein Freundschaftsspiel mit Mehrwert für beide Teams war das hier heute sicherlich aufschlussreich. Für den FC Eddersheim geht es bereits am Sonntag gegen den FC Bayern Alzenau in der Hessenliga. Mainz 05 hat das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach, die ja zuletzt die Bayern geärgert haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.